Hallo und herzlich willkommen im Tobias Beck Podcast, in deinem Lieblingspodcast. Und wir sind gestartet in ein neues Jahr. Und weißt du was? Heute machen wir beide Brainwash. Und manche Leute werden sagen, was für ein Wort? Ja, mal ganz ehrlich, was machst du denn, wenn deine Wäsche dreckig ist? Dann wird die gewaschen, oder? Was machst du denn, wenn dein Geschirr dreckig ist? Dann wird das gewaschen. Und wenn mein Auto, mein VW Käfer von 1974, die Hilde, wenn die dreckig ist, dann wird die gewaschen. Naja, und wenn unsere Gedanken voller Schmutz und Staub und Abfall sind, dann müssen die gewaschen werden. Und weißt du was? Soll ich ganz ehrlich sein? Vielleicht muss man bei dir auch mal mit dem Kärcher Hochdruckreiniger durch, um irgendwann mit ein bisschen Arche Bleichmittel hinterher zu arbeiten. Warum? Weil wir noch nicht unser volles Potenzial leben, weder du noch ich. Und wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest, was würdest du in diesem neuen Jahr tun? Denk mal drüber nach. Ich will nicht, dass du Jahr für Jahr deine Träume einfach verschiebst, weil irgendwie das Leben dazwischen kommt. Weißt du, es kommt einfach niemand, ist mir aufgefallen in den letzten 23, 24 Jahren, wo ich in der Persönlichkeitsentwicklungswelt unterwegs bin, es kommt niemand, um dir zu helfen. Es klappt niemand deinen Laptop zu, wenn du Netflix suchtest. Es kommt niemand und nimmt dir dein Handy weg, wenn du TikTok anschaust, sondern du bist das. Und ich will dir mal noch eine Frage stellen. Wenn du deine Träume weiter verschiebst, welche Geschichten und welche Botschaften würden mit dir sterben? You are the voice. Du bist die Stimme. Du bist dieser Vulkan, der kurz davor ist, auszubrechen. Das Leben ist zu kurz für Aufschieberitis und Reden, sondern ich möchte gerne hier in diesem Podcast mit dir übers Machen sprechen. Und ich weiß, dass du eine Macherin bist und ein Macher, weil sonst wärst du nicht in diesem Podcast. Das Horrorszenario in meinem Leben und meine Vorstellung der Hölle ist es, dass an dem Tag, wenn wir hier eines Tages sterben, wenn wir gehen müssen, dass genau in dem Moment, bevor wir durch den Tunnel des Vergessens gehen, genau in dem Moment, wenn wir nur noch einmal einatmen können, dass all die Möglichkeiten, all die Gelegenheiten, all die Dinge, die in unserer DNA tief eingebettet in uns geschlummert haben, aus unserem Körper herauskommen, sich um unser Sterbebett stellen und uns anschreien und sagen, hey, nur du hättest mich zum Leben erwecken können. Und jetzt muss ich für immer schreiben. Jetzt muss ich für immer sterben. Und diese Podcast-Folge ist dein persönlicher Arschtritt, um in die Umsetzung zu kommen. Egal, was dich bisher aufgehalten hat, es ist Zeit, jetzt loszulegen und deine Ängste zu überwinden. Und ich will dir mal ganz ehrlich eine Frage stellen. Wie würde dein Leben eigentlich wirklich aussehen, wenn du nur 80% umsetzen würdest von dem, was du weißt? Ach, lass es doch 40% sein. Wir glauben immer, wir brauchen noch irgendwas obendrauf, um endlich loszustarten. Noch ein Seminar, noch einen Kurs, noch ein Telefonat. Nein, der Moment, um loszustarten, ist immer jetzt in diesem Moment. Und ich stelle dir die Frage, wie würde denn dein Leben aussehen, wenn du dich trauen würdest? Weißt du, ich bin der Tobi aus Wuppertal. Der Tobi, der Flugbegleiter. Mein erster Auftritt als Redner, das war im Schultheater an der Else-Lasker Schülerschule in Wuppertal. Eine Gesamtschule, nennen wir es beim Wort, eine Problemschule in einem Problemviertel für Problemkinder wie mich. Und heute, Jahre später, erreiche ich Hunderttausende von Menschen und inspiriere andere, auch auf die Bühne zu gehen. Was ist denn deine Message? Für was brennst denn du? Ich würde sterben für das, was ich tue. Ich würde durchs Feuer dafür gehen. Was ist das bei dir? Und so wie du habe ich irgendwann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Ich bin dafür kritisiert worden, ausgelacht worden, nicht verstanden worden. Aber eines Tages reicht Persönlichkeitsentwicklung nicht mehr. Es ist nicht mehr genug, Bücher zu lesen und Seminare zu belegen und auf Bali zu sitzen und zu meditieren, weil du bist so einzigartig und all das, was in dir schlummert, wird andere inspirieren. Und ich möchte dich einfach in dieser Podcast-Folge einladen, eine Entscheidung zu treffen.
und dich fragen, wann gehst du mit deiner Geschichte in die Sichtbarkeit? Und jetzt wird der ein oder andere sagen, ich bin aber noch nicht so weit. Ey Mann, das ist Ego. Deine 80%, die du fühlst, wo du noch nicht ready bist, ist für jemand anderen, der noch nicht so weit ist wie du, 190%. Und es geht doch in Gottes Namen überhaupt nicht um dich. Wenn du dein Gesicht in die Kamera hältst und von den Narben deines Lebens berichtest und Dinge, die du mitgenommen hast und die du gelernt hast und du erreichst irgendjemanden, der irgendwo deine Instagram-Story, deinen Podcast oder was auch immer von dir sieht und dann keine Dummheiten macht oder den dunklen Gedanken ausweicht und sieht, ey, da ist jemand, der oder sie sind genau wie ich und der hat es auch geschafft. Er oder sie ist auf den Boden gefallen, ist auf den Rücken gefallen, hat die Augen geöffnet und ist wieder aufgestanden, hat diese enge Jacke der Opferhaltung weggesprengt. Ich möchte dir sagen, dass wenn du beginnst, deine finanzielle Freiheit aufzubauen, deine Passion zu leben, tausende Menschen warten darauf, von dir erreicht zu werden. All das ist möglich für dich. Und woher weiß ich das? Weil der Markt immer etwas Neues sucht. Und weißt du, wer neu ist? Du bist neu. Stell dir mal vor, dass du eines Tages auch Rednerin sein könntest oder Trainerin. Und wenn du denkst, du träumst schon zu groß, dann pack mal noch eine Schippe obendrauf. Ich möchte dir jetzt ein paar Tipps geben in dieser kurzen Quickie-Podcast-Folge inklusive Brainwash, die du im Jahr 2023 für dich nutzen kannst, um endlich richtig durchzustarten. Und ich möchte, dass du diesen Jahresbeginn benutzt, um dich komplett neu zu kalibrieren, dich neu auszurichten, wie ein Klavier, was neu gestimmt wird. Und diese vier Tipps, die ich dir jetzt gebe, die helfen dir dabei. Das waren die Schlüssel in meinem Leben in Richtung Erfolgsspur. Erstens, Compound-Effekt. Love the process. Erfolg über Nacht existiert nicht. Das gibt es nicht. Tue jeden Tag etwas für dich und deine Ziele. Menschen überschätzen maßlos, was sie in ein paar Wochen oder Monaten erreichen können. Und sie unterschätzen maßlos, was möglich ist, wenn sie über Monate und Jahre einen Schritt nach dem anderen weiter nach vorne laufen, um ihnen ehrwürdigen Ziels oder Ideals näher zu kommen. Der Compound-Effekt ist das Gesetz der kleinen Schritte. Jeden Tag ein bisschen besser werden. Jeden Tag ein bisschen mehr für andere tun. Jeden Tag ein bisschen mehr diesen Stier im Kopf kontrollieren, diese 84.000 Gedanken am Tag, die so oft destruktiv und gegen uns arbeiten. All das kannst du aushebeln, indem du dich jeden Tag, und jetzt kommt Punkt Nummer 2, mit den richtigen Menschen umgibst. Dein Umfeld ist der Niedergang oder der Grund, warum du erfolgreich wirst. Der Erfolg liegt im Bett neben dir und dein Misserfolg auch. Ein Garant dafür, ein beschissenes Leben zu führen, ist, sich mit den falschen Menschen umzugeben. Und ich möchte dich ganz, ganz ehrlich jetzt etwas fragen. Wer hat dir im vergangenen Jahr Energie gezogen? Und wer hat dich gepusht? Umgib dich mit Menschen, die mit dir wachsen wollen, die nicht andauernd in der multiple Mimose rummemmend über das Loch im Donut reden und dass es im Sommer so heiß ist und im Winter so kalt. Ich kann es nicht mehr hören. Und du auch nicht. Auf meiner Tour 2023, bei der Tour Der Weltuntergang fällt aus, da lernst du übrigens ganz, ganz viele Superstars kennen, die genau so sind wie du. Und ich lade dich ein, vorbeizukommen. Wir sind in ganz, ganz vielen Städten und in den Shownotes kannst du dir jetzt ein Ticket buchen. Da sind nämlich genau die Leute, die genau so sind wie du. Gehe in Räume, wo Menschen auf dich warten, die so sind wie du. Und jetzt kommt Tipp Nummer 3. Erstelle ein Vision Board. Schreib dir deine Ziele auf und arbeite dich rückwärts nach vorne. Leg dein Handy weg nach der Podcast-Folge, nach dieser hier,
Hol dir eine Schere und Papier heraus, kauf dir ein paar Magazine am Kiosk und bastel dir ein eigenes Vision Board und halt es dir täglich vor Augen. Und davon weichst du nicht ab, bis deine Ziele erreicht sind. Du guckst nicht nach links, du guckst nicht nach rechts, du darfst hinfallen, du darfst stolpern, aber du läufst einfach immer weiter. Und ich bin an deiner Seite. Ich bin immer für dich da. Sei es bei der Tour, sei es im Unbox Your Life Club mit meinen Büchern oder in diesem Podcast. Das hier war eine Quickie-Brainwash-Folge für dich. Und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Vergiss niemals, in dir steckt ein Vulkan. Du bist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Spezielles. Sonst wärst du nicht in dieser Community. Du würdest sonst nicht den Tobias Beck Podcast hören. Und eine Sache möchte ich dir noch mitgeben. Wenn du dich angezogen fühlst von diesen Inhalten oder von dem Erfolg anderer Menschen, dann steckt dieser Erfolg zeitgleich auch in dir. Wenn du Großes in anderen Menschen siehst und erkennst, dann steckt das auch in dir. Und deshalb bist du da. Tschüss, der Tobi.